Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit gar nichts. Es ist gar kein Projekt. Ich möchte nur eine Random Genetics Challenge machen. Hey! Mein Hirn funktioniert nicht und das man merkt es. Sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, ihr solltet alle mit dieser Challenge vertraut sein. Wir machen Random Genetics. Und den müssen wir daraus einen coolen Sim erstellen. Cool. Wir fangen mit dem Pfarrer an, weil ich habe schon den Kreis Sim gestartet und so. Und ja, ich würde hier erstmal das hier machen. Oh, man kann jetzt mittlerweile ja nur die Hautfarben verändern. Das ist so gut. Das war nämlich vorher nicht möglich, bevor dieses Update war. Und we stand einfach nur. Wow, King auf jeden Fall. 1, 2, 3. Jeweils 3-mal und so. Oh mein Gott. Okay, Bild. Aber schon okay. Ne, man kann ja trotzdem was Cooles daraus machen. Und ja, yeah. Oh mein Gott, Hilfe. Das sieht sehr, sehr wild aus, aber ne, vielleicht sieht das Sim dann auch mal anders aus. Das wäre doch mal was. Das sieht so wild aus, das sieht einfach aus wie ein Alien, ey. Wild. Aber finde irgendwie lustig. Dann kriegt der gute Mann natürlich auch noch Haare. Ja, kann man auf jeden Fall so tragen, ne? Dann braucht der einen Körperbau und so. Ja. Ne? Das sieht irgendwie voll komisch aus. Ich weiß nicht, was falsch glauben ist, aber ja. Ansonsten kann ich, glaube ich, nichts verändern, oder? Deswegen gebe ich dem jetzt einfach nochmal Kleidung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er sowas tragen würde. Wir machen das hier natürlich ganz schnell, weil ich möchte mir natürlich Zeit nehmen für unser Sim dann. Actually kann man das so tragen, oder? Also ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm. Hier, krieg irgendwelches Zeugs und dann, ja, keine Ahnung, ist ja sportlich oder so, ich weiß nicht. 1, 2, 3. Kobe. Daniels. Okay. Jetzt machen wir das eine Frau. Nein, du bist keine Frau. Das sehe ich nicht ein. Mein Akku ist fast leer. No, nicht schon wieder. Finde ich unfair. So, mach dich nackig, Girl. So, fangen wir wieder mit Hautfarbe an. 1, 2, 3. Okay, wir haben beide so einen etwas dunkleren Ton. Finde ich cool. 1, 2, 3. Ne, also ich meine, Hauptsache, das hier ist random und so. Ach ja, wir haben es gleich. 1, 2, 3. Oh mein Gott, wild. Aber die haben auf jeden Fall beide gute Genetik-Sachen an sich. Ich muss halt meinen Sim dann nur die richtigen Sachen kriegen. Dann läuft das schon. Aber ja, wir kennen mein Glück. Wir werden sehen, wie das dann sein wird. Oh, süß. 1, 2, 3. Das will ich jetzt nicht tragen, aber ja. 1, 2, 3. Oh mein Gott, das Outfit ist auf jeden Fall so eine Sache für sich. 1, 2, 3. Caitlin Seaman. Und die ist, keine Ahnung, hier. So und so. Und dann werden wir natürlich jetzt ein Genetikexperiment starten. 2, 3. Und das ist der Sim, mit dem wir hier starten. Und actually ist die doch eigentlich ganz süß. Ganz ehrlich. Ja, komm. Rote Haare finde ich halt auch okay. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, ansonsten. Also, ich habe vielleicht doch Glück gehabt einmal. Wow. Aber ist doch süß. Yes. Und weil sie jetzt hier schon so Maxis Match Haare hat, werde ich ihr auch Maxis Match Haare geben. Einfach mal, weil ein bisschen Variation und so. Ich habe ja auch guten Custom-Content, der Maxis Match ist. Dementsprechend kann man daraus ja trotzdem gute Sachen machen. Ich meine, wie süß ist diese Frisur einfach. Aber ich habe generell richtig viele süße Sachen. Not gonna lie. Ich klicke hier so alles an und irgendwie sieht alles halt süß aus. Deswegen, ah, der Struggle einfach, wenn man zu viele coole Sachen hat. Aber ich glaube, ich will die haben. Die ist süß. Yes! Sie hat einen kleinen Mund, das ist das Einzige, wo ich mir so denke, so irgendwie passt das nicht so zum Rest, weil ihre Augen halt so groß sind auch und so. Und irgendwie hat sie halt irgendwie kein Kinn. Aber das, wir judgen hier nicht. Also sie ist ja trotzdem süß. So, man würde halt niemals so ein Sim wahrscheinlich erstellen, in den meisten Fällen. Deswegen ist es halt mal ein bisschen special und so. Ich weiß halt nicht, was für ein Stil ich fahren soll, aber ja. Ich finde halt das hier immer richtig süß, ne? Also dieses, es ist ja neu, ist ja von hier, wie heißt denn das? Retro, schick und fit oder so? Wie heißt das? Heißt das so? Ach, keine Ahnung, steht hier nicht.
ihr wisst, was ich meine, dieses neue Set da. Das will ich nehmen, weil ich finde das süß. Und jetzt halt irgendwelche Schuhchen. Also ich würde halt, glaube ich, nicht diese Schuhe dazu nehmen, weil... Kern, also die sind so... Ich finde die an sich cool und so, aber... Ich finde, die passen halt nicht so unbedingt zu diesen Kleidchen. Versteht ihr, was ich meine? Seht ihr das genauso? Oder denkt ihr euch so, eigentlich hätte ich das jetzt genommen. Dann finde ich die irgendwie schon besser. I don't know. Deswegen nehme ich die jetzt einfach. Und sie zieht darunter einfach so eine Strumpfhose. Und ich möchte Tattoos geben, weil ich finde, wenn man so unter Strumpfhosen Tattoos sieht, finde ich das immer voll cool, to be honest. Und da ich ja coole Tattoos habe, die ich irgendwie nie benutze, werde ich das jetzt einfach tun. Ich habe halt irgendwie fast nur so Ganzkörpersachen und so. Why? Ich möchte irgendwie mehr fürs Bein haben. Hallo? So Bein-only meine ich halt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... Doch, so ein bisschen. Ach komm, dann lohnt sich das doch. Und dann kann ich ja trotzdem noch was am Arm oder so geben. Oder sowas. Süß. Yes. Ich will das. Und dann vielleicht, weil das mit dem Mond mag ich halt nicht so. Vielleicht können wir das hier ein bisschen fixen, indem wir halt Lippenstift haben. Der hat ein bisschen übermalt. Hier, der ist doch ganz gut. Und der ist halt aber auch nicht so auffällig. Das finde ich super. Und weil ich irgendwie Bock habe, überlege ich, ob ich ihr jetzt diesen Fischerhut gebe, weil ich den noch nie jemandem gegeben habe. Und wenn das funktioniert mit den Haaren, dann wäre das doch voll geil. Hier, da ist er. Yes, es funktioniert! Ich habe richtig Bock, ich habe den noch nie benutzt. Und der hat aber so süße Swatches. I mean, Sonnenblumen? We take it. Yes. Und dieses Holographic ist auch so cool. Finde so süß. Dann würde ich aber, glaube ich, diesen hier nehmen. Yes. Es ist anders als sonst, was ich sonst so mache, aber finde süß. Yes. I like her very much. Yeah. Wie heißt denn die Gute? Magnolia. Süß. Die kann meinetwegen auch ein Teenager bleiben, ist mir egal. Und eigentlich sucht die nur die große Liebe im Leben. Süß. Nehme ich so. Packe ich so ein. Ich hoffe, euch gehört die gute Frau auch. Gut, alles klar, tschüss. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne. Und wenn nein, könnt ihr mir das auch schreiben. Weil ich mag eure Meinungen. Das ist sehr wichtig, Leute. Meinungen sind immer wichtig. Für mich auf jeden Fall. Deswegen, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Was war dieses Video schon wieder? Ach, Manu.